Ja, hallo liebe Freunde, herzlich willkommen wieder hier auf meinem Kanal. Heute kann ich endlich den Aldi-Copter Outdoor probieren. Das werden wir jetzt auch machen. Wir haben optimalste Verhältnisse, kein Wind. Das empfehle ich auch immer für Anfänger, die jetzt mit der Drohne loslegen wollen. Es kann schon passieren, dass mal eine Windböe kommt und die Drohne dann irgendwie hingetrieben wird und dann hat man halt Probleme, die wieder zurückzubekommen. Aber allerdings ist es 4 Grad, 5 Grad Celsius Außentemperatur, das heißt wieder ein Problem für die Akkus, die fliegen halt einfach nicht mehr so lang. Da musst du echt aufpassen, sobald die blinkt, die Drohne, dann wirklich zu sinken, wieder den Heimflug anzutreten, zu landen, weil wenn der Akku tiefenentladen wird, dann können wir echt wegschmeißen. Das ist der Nachteil, dass ihr echt aufpassen müsst mit den Akkus. Okay, lange Rede, kurzer Sinn, es geht los. So, hier habe ich die Aldi-Drohne, wichtig, Speicherkarte ist eingelegt und hier schalten wir auf On. Fängt langsam an zu blinken, ist hell, sieht man es nicht ganz so gut. Hier die Fernbedienung eingeschaltet und schon müsste die ganze Sache hier scharf stehen. Da habe ich jetzt ein kleines bisschen Problem, dass das Gras hier im Weg steht, ob man gut anlaufen kann. Okay. Und jetzt schwebt mir die Drohne hier schon ganz entspannt. Und ich werde auch sofort jetzt loslegen, hier ein Video machen. Denn ja, das ist nur ein bisschen irritierend. Beim Film blinkt sie halt auch. Ich werde die Geschwindigkeit erhöhen. Und ah, so liegt 3. Und ja, sehr gespannt. Wie gesagt, die Bilder sahen schon relativ gut aus. Nur leichten Wind und die Drohne hat schon ein bisschen hier zu tun. Steigen wir mal nur auf. Jetzt habe ich schon Probleme hier, die Drohne her zu mir zu fliegen. Und es kann passieren, dass jetzt der Akku alle ist und sie jetzt runtergegangen ist. Gut, probieren wir es nochmal. Oder dass jetzt das Signal weg war und die Drohne jetzt einfach gelandet ist. Nicht schlecht. Wie gesagt, 40 Meter ist angegeben. Sie reagiert gar nicht mehr, sie geht noch. Jetzt hat sie reagiert. Also sie war im Außenbereich. Ein bisschen, dass jetzt blinkt. Die Kamera blinkt noch hier. Ich will es auch nicht einfach hier ausschalten. Jetzt, das Problem ist, wenn ich jetzt einfach einen Stecker gezogen hätte, dann käme es einfach hier, käme es einfach zum Abbruch. Und der Film geht mir kaputt. So ein blöder Hund. Nochmal. So, das kann passieren. Jetzt blinken die. Akkus sind immer so fit.
Fotos schnell machen. Das heißt, wir müssen jetzt landen. Die blinken jetzt wie verrückt. Und da landen wir lieber. Hoppala. Okay. Schalten wir die ganze Sache aus. Ah, es kommt auch hier ein Regenband wieder rübergezogen. Das heißt, machen es lieber Schluss. Und bin gespannt, was auf der Speicherkarte jetzt drauf ist. Stecken alles schön wieder rein. So, ich hoffe, ihr konntet so ein bisschen verfolgen. Jetzt haben wir 5 Minuten geflogen. Ja, war jetzt nicht sehr lang. Es geht gerade ein leichtes Windchen. Und wie gesagt, ich vermute, dass die Empfang einfach weg war und dann die Drohne dann einfach hier drüben rein ist. Ja, outdoor-mäßig. Darf wirklich kaum Wind sein. Sobald ihr mehr Wind habt, hat die Drohne einfach nicht so genug Power, einfach wohin zu fliegen. Habt ihr das gesehen? Sie trieb ab. Ich konnte machen, was ich wollte. Allerdings mein Problem war, dass ich vielleicht auch nicht mal die Fluglage erkennen konnte, wo vorne und hinten ist. Dementsprechend konnte ich halt nicht mal genau steuern. Dann müsst ihr wirklich darauf achten, dass sie wirklich nicht zu weit wegfliegt und ihr wisst halt nicht mehr genau, wo sie ist. Wie gesagt, seitdem ihr seid in den Hitless-Modus, da könnt ihr sie wieder zurückholen. Wie gesagt, müsst ihr vorher genau einstellen. Ja, ich werde natürlich jetzt noch irgendeinen anderen Tag nehmen, um vielleicht mal zu fliegen, weil es war doch ein bisschen kurz, aber wir konnten jetzt schon einen kleinen Eindruck gewinnen. Und ja, ich wünsche euch was und bis dann. Die Drohne, Auto auch nicht schlecht, aber ich dachte, es muss wenig Wind sein oder gar kein Wind sein, sonst fliegt sie von euch weg und ihr seid nicht ganz da, wo sie irgendwo im Baum hängt und nicht mal zu euch zurückgekommen ist. Wie gesagt, wenn sie weiter wegfliegt, dann kann man wirklich nicht mal genau sehen, wo vorne und hinten ist, und das ist das Problem. Ja, hier muss man wirklich mehr Geld investieren, die dann über GPS und so weiter fliegen. Da ist eher das Problem, vereinfacher, dass die wieder zurückkommen. Okay.